Hallo Lieben, hier bin ich wieder mit dem Rossi Volleyball Blog. Zunächst gibt es erstmal einen kleinen Rückblick an der vergangenen Woche. Da hatten wir ja zwei Spiele. Am vergangenen Mittwoch in Hamburg. Und wieder mal konnte ich es nicht schaffen, in Hamburg zu gewinnen. Wie auch bei dem Hinspiel haben wir 3-1 leider verloren, nachdem wir doch den ersten Satz gewonnen haben. Hat sich Hamburg doch eines Besseren besonnen und hat die folgenden drei Sätze gewinnen können. Seit dem Trainerwechsel von Jean-Pierre Stalens, ersetzt durch Helmut von Soesten, der früher schon mal Trainer war, dann Teammanager und jetzt wieder Trainer, Interimscoach wurde, ist das Team wie ausgewechselt und gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Denn am folgenden Samstag darauf hat Hamburg sensationellerweise in Wiesbaden 3-0 gewinnen können. Wiesbaden, erinnern wir uns, hat zuvor Dresden schlagen können, was, gegen den wir 3-0 verloren haben. Nun ist Hamburg ganz starker Verfolger von uns und ist punktgleich auf Platz 6. Also gilt es, diese natürlich hinter uns zu lassen, beziehungsweise nicht noch weiter abzurutschen. Am vergangenen Samstag mussten wir dann nach Suhl reisen und konnten dort in einem heißen, packenden Match 3-2 gewinnen, nachdem wir 11-6 bereits im Tiebreak hinten lagen. Zum Matchwinner wurde Tatjana Zautes gewählt, die in einem packenden fünften Satz sensationellerweise 50% im Angriff machen konnte und dadurch unsere Mannschaft zum Sieg geholfen hat. Wie sieht es nun diese Woche aus? Diese Woche kommt der SC Potsdam zu uns, momentan auf Platz 9, schickt sich aber an, Platz 8 oder 7 erreichen zu wollen, selbstverständlich die Pre-Playoffs zu erreichen, um dann noch eine Chance zu haben auf die Playoffs, auf die Playoff-Plätze. Potsdam, erinnern wir uns alle ganz leidlich daran, dass wir da unser Libero in die Logo verloren haben, nachdem sie ihren vierten Satz umgekehrt ist und sich das Kreuzband gerissen hat. Wir wünschen natürlich auch hier weiterhin gute Besserung. In Potsdam konnten wir das Spiel 3-2 knapp gewinnen. Nun ist es abzuwarten, wie das jetzt dieses Wochenende aussieht. Natürlich müssen wir, wollen wir auch gewinnen und es sieht auch ganz gut aus. Denn wenn wir gewinnen, haben wir eigentlich die Playoff-Plätze relativ sicher. Potsdam ist gespickt mit vielen Italienern. Der Trainer selber ist ein Italiener, hat dadurch viele Italiener ins Team holen können. Auch ein bekanntes Gesicht werden wir am Samstag wiedersehen, und zwar Doreen Engel wird kommen. Freitag hat sie noch Geburtstag und wollte natürlich am Samstag sich ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machen. Eine sehr gute Mittelblockerin haben sie, eine Tschechin. Wir haben ganz, ganz viele Kroaten und Serben und eine sehr, sehr gute Diagonalangreiferin aus Argentinien, die uns auch letztes Jahr bereits schon sehr viele Probleme bereitet hat. Nun bleibt abzuwarten, wie wir unser Team, unsere Mannschaft und unsere Mädels sich auf das Team vorbereiten werden. Denke ich wieder mal sehr gut mit unserem starken Trainerteam und wollen natürlich die 2 Punkte hier in Stuttgart behalten. Also seid dabei, feuert an und bringt unsere Mannschaft in die Playoffs. Danach folgen noch 3 weitere Spiele gegen Schwerin in Schwerin, gegen Vilsbiburg in Vilsbiburg und hier zu Hause am 9.3. gegen Münster. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass sich dort vielleicht alles entscheidet, ob wir den 6. Platz erreichen oder dann doch in die Pre-Playoffs müssen. Aber natürlich wollen wir es vorher klar machen. Seid dabei und helft uns dabei. Bis Samstag. Ciao.